mal hier genug. Ich glaube, theoretisch reichen 2 Förderer für 4 Öfen. Die Öfen sind ja noch relativ langsam. Da gibt es später dann noch bessere. Natürlich, hier gibt es ja alles später ein besser noch. So, was machen wir denn als nächstes? Die Kohle hochlegen wahrscheinlich. Damit uns die nicht irgendwann aus Versehen ausgeht da unten und dann steht alles still. Das wäre nämlich schade. Das möchten wir nicht. Also. Genau, dafür brauchte ich die Fließbänder, deswegen hatte ich die mehr automatisiert. Der Strom muss da auch runter. Basteln wir dann auch gleich nochmal ein paar Masten. Und dann laufen wir hier einfach mal runter. 1, 2, 3. Der hat inzwischen keine Kohle mehr, aber das juckt mich jetzt nicht. So, das so. Ja, ich hätte natürlich auch schon mal hier 2 solche bauen können. Ich denke, 2 reichen erstmal später dann. Können wir das dann noch ausbauen? Je nachdem, wie es dann aussieht. Weil wir brauchen ja die Kohle nicht bloß für den Strom, sondern auch noch für die Schmelzen. Da brauchen wir später auch noch deutlich mehr von, als wir jetzt da haben. Dann machen wir hier da. Ja, können wir eigentlich gleich hier hochlaufen lassen. Anschließen. Mache ich dicht? Mache ich nicht dicht, denke ich. Also ich will die dann, die Minen, so dicht wie möglich aneinander bauen. Weil die Vorkommen, die so unglaublich groß sind. Damit man da mehr pro Sekunde rausholen kann. Dann sind die natürlich auch schneller leer, aber das ist dann halt so. Na komm, bau ab. Dankeschön. Unser Zeug hier im Weg. Ah, da oben müssen wir hin. Na ja, können wir eigentlich einfach hier so. So. Passt das? Wer weiß. So, hier müssen wir lang. Na, ist natürlich gleich das Ding im Weg. Wunderbar. Genauso, wie wir das nicht wollten. Ah, das passt. Ein Traum. Fast, als wäre es geplant gewesen. Brauchst natürlich auch. So, hier brauchen wir. Hier brauchen wir eigentlich keine elektrischen Knickarme hinbauen, weil so viel Kohle brauchen die nicht. Die elektrischen sind ein Stück schneller. Brauchen halt Strom. Als nächstes machen wir. Was machen wir denn als nächstes? Weiß ich nicht. Machen wir Stahl. Genau, ich könnte mal ganz schnell ein Radar bauen, damit wir mehr von der Karte aufdecken. Damit ich weiß, wo ich dann weitere Rohstoffe finde. Weil die werden ja nicht ewig reichen, die wir jetzt hier haben. So, fängt an zu scannen. Er wird jetzt hier ganz langsam immer mal wieder Sektor für Sektor aufdecken. Das Ding hat leider eine maximale Reichweite, also inner reicht nicht, sondern man muss dann hier und da und dort auch welche bauen. So, hier macht immer weiter. Das hat auch nicht viel rausgeholt. Naja. Wir brauchen ja eh noch keinen Stein. So, dann würde ich sagen, haben wir das Allernötigste jetzt schon mal fertig? Noch nicht ganz. Ich mache mal die Forschung hier nochmal so halbautomatisch. Es steht natürlich das Ding jetzt hier im Weg, oder? Ja, komm, geh du mal hier hin. Der kann auch weg. Weil brauchen wir jetzt mehr Eisen. Na ja, gut. Dann brauchen wir mehr Eisen. Tipp, 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 tipp. Hier ist aber nicht so viel Eisen. Was ist denn hier los? Ist das zu wenig? Das gibt's ja nicht. Na gut. Dann bauen wir das hier mal schnell aus. Ja, Fließbänder. Auch nicht zu viele. Hier gibt mir das Eisen her. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Habe ich noch Knickarme? Nein. Dann gib mir mal alle vier. Ja, genau, wir machen so dicht wie möglich aneinander. Damit wir hier ein bisschen was rauskriegen aus dem Laden. Wo ist denn jetzt der? Habe ich bloß einen gebaut? Na gut. Dann habe ich halt bloß einen gebaut. So. Die Arme sind hier. Ich muss mir gleich mal die. Man kann festlegen, was in die, was für Gegenstände in die Slots hier unten in der Schnellleiste rein sollen. Damit man nicht immer suchen muss, wo ist denn jetzt das, was ich eigentlich brauche. Daher sollte man da schon mal mit anfangen. Zum Beispiel die Fließbänder braucht man immer, den Strom braucht man immer. Das soll ich hier eigentlich nicht. Dann auch hier die Knickarme und so, aber da habe ich jetzt gerade keine einstecken. So. Achso, hier, ja, Kohle brauchst du auch noch. So, los geht's. Ab mit dir. Ja. In der Hoffnung, dass das jetzt hier wieder abgeht. Hier kannst du auch noch weitermachen. Hol mal die gleich mit. Nochmal Kohle holen. Auch wenn das jetzt hier alles gleich vorbei ist. So, wir überlegen uns jetzt mal ganz schnell, wo wir unsere Schmelzen hinhaben wollen. Und wo dann die Fabrik lang gehen soll. Ich könnte machen die Schmelzen hier so, dass die hier so immer nach unten gehen. Und die Fabrik geht dann hier so rüber. Ja, ich denke, das gefällt mir ganz gut. Das werden wir so machen. Dafür brauche ich Blaupausen. Da gibt es hier schon mal, habe ich schon mal welche aus anderen Spielen. Hier Schmelzer 1 zum Beispiel. Nehme ich mir jetzt einfach. Rotiere die mir zurecht. Und dann kommt die hier irgendwo hin. Machen wir hier so. Ja, komm. Macht er nicht. Hier so. Da. Gut, dann muss das hier weg. Der markiert mir hier schon mal ganz hübsch, was weg muss. Leider macht er den Blueprint dann auch gleich mit weg. Aber das ist halt leider so. Ja, genau. Und da sieht man auch gleich jede Menge Fließbänder. Das sieht jetzt im ersten Augenblick ziemlich viel aus, aber keine Sorge, das ist fast nix. Das ist wirklich nur ein... Davon braucht man bestimmt 4 oder 5 dann am Ende, mindestens. Eher mehr. Falsch gesetzt. Oh, fast richtig. Naja. Gut. Ich denke, das hier behalte ich gerade noch mal bei. Dann machen wir das nämlich hier hin. Da brauchen wir jetzt, kommt der Augenblick, wo wir jede Menge Stein brauchen. Weil hier kommen ja ganz paar Schmelzöfen hin. Und deswegen hole ich mir jetzt den da unten gleich mal. Hier staut sich schon die Kohle zurück. Da haben wir so einen kleinen Puffer. An die ich hier runterrenne, tue ich mal ganz kurz eintrinken. So, kurz. Weil es wird langsam trocken im Hals hier. Ah, schön. Ja, das läuft hier irgendwie nicht so richtig rund. Warum? Ist das immer noch zu wenig Eisen? Die laufen doch auf volle Pulle, oder? Ja. Naja, gut, egal. Kannst jetzt ohne ändern. Aber wir brauchen jetzt jede Menge von denen. Können wir hier mal. Mach mal bloß, bis du so viele hast. Man kann die Kisten begrenzen, dass die nicht bis zum Anschlag gefüllt werden.
relativ praktisch ist, weil das meiste das Zeug stapelt doch ziemlich hoch. Und dann hast du da mehrere tausend Stück in einer Kiste, obwohl du bis 50 brauchst oder so. Ja, ich brauche jetzt hier jede Menge Erzverdauer. Noch ein paar Öfen. Und dann bauen wir hier nämlich gleich mal eine große Schmelze hin, die erste. Wollte ich nie eigentlich die Forschung so ein bisschen... Naja, mache ich gleich. Ich wollte ja eigentlich schon mal die Forschung so semi-automatisch hinbauen. Aber... Stimmt, dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht genug Eisen habe. Und hier sieht man schon, wo... womit man sich in Factorio dann hauptsächlich aufhält. Das fällt, das fehlt, jenes fehlt. Und es gibt quasi immer irgendwas zu tun. Weil man immer mehr braucht. Und dann fehlt es an dieser Ecke und dann an jener Ecke. Bis man dann merkt, dass der erste Aufbau so überhaupt nicht mehr funktioniert mit den Mengen, die man braucht, dann reißt man alles ab und baut es neu. Kann man hier hinsetzen und den kann man da hinsetzen. Hier tun wir das verbinden, wunderbar. Ja, baue ich den jetzt hier schon? Ja, ich glaube, ich baue den schon mal so grob hin. Nicht komplett. Aber so die ersten 6, 7, 8 Öfen, dass die schon mal laufen. Ich brauche einfach mehr Eisen, sonst zieht sich das Early Game noch länger hin. Und das ist ja nicht so schön. Wir wollen ja irgendwann auch mal weiterkommen hier. So. Genau, dann kann man nämlich jetzt hier einfach das Zeug drüber setzen. Wunderhübsch. Ja, mach mal 8. Wir haben 4 Minen. Das sollte eigentlich funktionieren. So, hier lang, da lang. Ach ja, das ganze Zeug. Was fehlt mir denn hier? Wieder Eisen. Ach man. Ah, Eisen. Ja komm, wir schließen die Osten jetzt hier gleich mal schnell an, damit wir Eisen kriegen. Sonst werde ich alt und grau. Und wer möchte schon alt und grau sein? Ach ja. Eisen! Ja, wunderbar. Hier, Kohle drin. Oh. Ah, schön. Gut. Da haben wir das erste Eisen. Noch nicht so viel, aber nein. Können wir nämlich hier schon mal. Achso, dem fehlt der Strom. Strom. Wo bist du? Hier. Da bist du. So. Dann basteln. Was? Das funktioniert so nicht. Ach, Mann. Ja, hier. So will ich das eigentlich haben. Dann ist nämlich das Eisenerz später dann bloß auf der einen Seite von dem Band. Dann kann nämlich auf die andere Seite von dem Band dann die Kohle kommen. Und dann kriegen die Öfen gleich beides mit einem Band und einem Knickarm. Was dann super ist. Super ist das. Und für die Leute, die sich wundern, warum habe ich die so weit auseinander gebaut, die hätte man ja auch kompakter bauen können. Das ist natürlich richtig, aber man kriegt später noch bessere Öfen. Vor allen Dingen halt elektrische Öfen. Und die sind dann größer. Und das ist dann quasi der Platz, den ich mir hier schon mal freigelassen habe, dass ich dann einfach die besseren Öfen hier hinbauen kann.
ohne dass ich alles abreißen muss und nochmal neu baue. Quasi schon halt, weil ich das Spiel halt schon mal gespielt habe eine ganze Weile. So, wenn wir das so machen, holen wir denn die Kohle her? Die Kohle holen wir von da. Jetzt habe ich hier jede Menge Eisenerz einstecken. Das tun wir gleich mal hier in die Öfen reinhauen. So. Wunderbar, Erz kommt. Die ersten Platten werden produziert. Hier sind wieder Bänder fertig. Das hier kann jetzt weg. Das ist Geschichte. Und dann kommen da elektronische hin. Wenn wir Eisen hätten. Ja. Gut, dass wir da nicht dran arbeiten. Ganze Eisen run hier. Ich denke, zwei reichen ja schon mal. Ich nicht gleich wieder das ganze Eisen auf Kopf haben hier. Dahin, dorthin. Ja, hier hin. Zweiten gleich gegenüber. Und wenn ich wieder beide Seiten vom Band benutzt, so. Jetzt brauchen wir unterirdische Bänder. So, den können wir auch gleich mal hier festmachen, dass der da bleibt. Bauen wir noch in so ein Teilerfließband. Den tun wir auch gleich locken in dem Slot. Weil die bleiben auch dann, also der Slot bleibt festgelegt auf dieses Item, auch wenn du das Item nicht mehr hast. So dass da nichts anderes reinflutscht und dir alles durcheinander bringt. Das ist halt super angenehm. Wo müssen wir denn hin? Dem Laden. Hier müssen wir hin. Bup, 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 bup. Ja, die. Ja, sieht da. Dann wird das halt so halb durchsichtig. Kommt der jetzt schon Kohle? Achso, die sind ja angeschlossen. Okay, Strom. Ja. Okay. Ohne Strom, nichts los hier. Die können wir gleich richtig machen. Machen wir so. Genau. Gut, Kohle haben wir. Eisen haben wir. Dann können wir jetzt. Muss so eine Maschine bauen. Ich stopfe die Kohle jetzt gleich mal hier so rein, weil ich habe so viel einstecken. Dann können die hier schon mal loslegen. Und ich habe nicht mehr so viel Kohle im Inventar. Um sie zu sagen, jetzt gar keine mehr. Super. Dann machen wir ja großzügig. Sehr schön. Was wollte ich? Achso. Genau, jetzt bauen wir nämlich eigentlich hier unten die Forschung so semi-automatisch. Da brauchen wir das Forschungslabor. Und zwei. Jetzt habe ich drei. Naja, ist auch nicht schlimm. Zwei von denen. Wie mache ich das? Warte. Ich mache das etwas größer. Machen wir das so? Irgendwie gefällt mir das nicht. Weiß ich, was ich hier tue? Nee. Aber das macht doch nichts. Was mache ich hier? Humbug. Genau. Aber wunderschönen Humbug dafür. Och, komm. Da wollte ich dich hinhaben, genau. Ah, nicht genug Eisen für Knickarme. Ah, jetzt muss man nicht mehr so weit laufen. Das ist gut. Muss gleich hier krapschen. Ja, hier festgezwickt die Greifarme. Bleiben die auch gleich da. Warum das? Das ist einfach, weil der hier dann viel schneller ist. Als die anderen. Hier muss rein.
Hier und da. Da meine ich. Hier muss auch noch einer rein. Brauche ich 2 Kisten. Machen wir Eisenkisten. Ich habe zu wenig Eisen. Anyways, das ist mal was ganz Neues. Ach, hier oben fehlen noch Knickarmer, ja. Basteln wir die noch schnell hin. Damit das hier. Damit hier ein bisschen schneller produziert wird. Ich habe mich hier schon gerade die ganze Zeit gewundert. Hier kommt so wenig raus, aber nachher fehlt ja auch überall die Knickarmer. So sieht das doch schon besser aus. Hier können wir was machen. So, da haben wir jetzt hier was. Jawohl. Hälfte hier rein. Dann kann hier auch die Hälfte rein. Was brauchten die? Ich glaube hier. Die hier brauchten die. So, dann stellen wir das ein. Zahnrad und Kupferplatte brauchen die. Okay. Ich mache jetzt mal hier die erweiterte Ansicht an. Das ist alt. Damit sieht man dann, welche Rezepte eingestellt sind, was wo in welchem Behälter drin ist. Das ist einfach angenehmer. So, dann kopieren wir die Einstellung mal kurz hier rüber mit Shift-Rechtsklick. Wird man sie kopieren und mit Shift-Linksklick kann man sie dann einfügen. So. Noch ein bisschen Strom und dann kann es losgehen. Kann der hier forschen. Na, komm. Ja, dankeschön. Wieso gehst du noch nicht los? Achso. Genau. Ja, genau. Weil hier die Zahnradproduktion, der macht ein Zahnrad in einer halben Sekunde. Und die hier brauchen ein Zahnrad alle 5 Sekunden. Sprich, die Maschine kann eigentlich viel mehr versorgen. Das reicht aber uns jetzt erstmal. Dann haben wir uns hier gleich nochmal jede Menge Eisen. Das können wir da unten noch gleich nochmal reinstecken. Damit er eine Weile weiterläuft. Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl in der Nase da. Ach, was mache ich hier? Komm. So. Steuerung Rechtsklick ist übrigens die Hälfte vom ganzen Inventarinhalt umverteilen. In den anderen Container reinschubsen, quasi. Das ist das, was mir da gerade passiert ist. Mit Rechtsklick ist es die Hälfte, mit Steuerung Rechtsklick und mit Steuerung Linksklick ist es alles. Da oben ist keine Kohle mehr. Eigentlich können wir den jetzt hier abbauen. Brauchen wir nicht mehr. Ist Geschichte. Den können wir woanders wieder hinbauen. Wir haben ja jetzt da unten so ein Schmelzending hingebaut. Dann räumen wir das darüber. Ja, hier räumen ab. Und dann später mit Stahlwerkzeugen ein bisschen schneller. Haben wir Stahl schon? Nee. Stimmt, weil ich ja die ganze Zeit die Forschung vernachlässigt habe. Ansonsten kannst du dann nämlich Stahlspitzhacken herstellen und dann geht das ganze Abräumen hier ein bisschen schneller. Aber wir haben es gleich. Dann können wir die Minen gleich erstmal wieder verwenden. Hier sind sie. Können dann gleich hier hin. Na, komm. Dahin. Ab geht er, Peter. Nur Strom ran. Bis wohin kann ich denn mit dem Strom? Bis hier hin. Will ich denn. Ach so, hier kann ich nicht so weit, weil die da keinen Strom mehr hat. Na, wer weiß, ob das hier geht. Müssen wir gleich nachher mal sehen.